Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Ron. Es ist 18 Uhr und ab geht es in den Donnerstag. Sven Marcinkowski hat heute alle Fäden in der Hand. Ja. Was haben wir vorbereitet? Hoher Besuch. Gestern Abend gab es in Mannheim beim Bürgerdialog. Da war Ministerpräsident Kretschmann zu Gast und hat gleich über 40 seiner Kollegen aus Stuttgart mitgebracht. Ob es ein Monolog oder tatsächlich ein richtiger Dialog zwischen den Bürgern und den Politikern war, sehen Sie gleich. Außerdem hat das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg zugegeben, bei Tierversuchen gepfuscht zu haben. Wir schauen auf die Konsequenzen und fragen bei einer Tierschutzorganisation nach, was man davon hält. Und im Sport geht es heute unter anderem um die Ketscher Bären und das Derby Mannheimer HC gegen Feudenheimer HC. Das und mehr jetzt bei Ron. Die Bürgernähe in der Politik hat in den vergangenen Jahren ja doch gefühlt eher zu wünschen übrig gelassen. Also raus aus dem Landtag und ab zu den Bürgern, hieß es gestern für die baden-württembergischen Grünen. 47 Parlamentarier haben sich den Fragen der Mannheimern gestellt und Lukas Föhr war dabei, zeigt Ihnen, wie das ausging. Hermann Grüning aus Brühl stört eine Sache gewaltig. Ich fahre auch oft Bahn. Aber so wie das hier organisiert ist, mit zahlreichen Verspätungen, die in den letzten zwei Jahren sehr, sehr extrem waren. Jeder dritte Zug ist verspätet. Und sodass man einen Anschluss nicht mehr erwischt, das ist also sowas von sinnlos. Und bringt damit ihn in Erklärungsnot. Daniel Renkonen, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion und damit direkt dem Verkehrsminister unterstellt. Ob er eine Lösung für Grünings Problem hat, dazu später mehr. 47 Politiker, alle bei den Grünen, sind an diesem Abend ins Mannheimer Kapitol gekommen. Nicht, um auf der Bühne Reden zu schwingen, sondern um mit den Bürgern in Kontakt zu kommen. Politik zum Anfassen also. Ich höre einen riesen Geräuschpegel hinter mir. Also das ist für mich das beste Signal. Die Gespräche laufen, das Interesse ist enorm. Und bei 47 Abgeordneten haben natürlich die Bürger auch sehr viele Ansprechpartner, mit denen sie sich austauschen können. In Themengebiete aufgeteilt sprechen die Politiker direkt mit den Menschen, die von ihren Entscheidungen betroffen sind. Über Wohnungs- und Kita-Platzmangel, Zuwanderung oder den öffentlichen Nahverkehr. Mal ruhig und sachlich, aber an so manchem Tisch entbrennt auch mal eine hitzige Diskussion. Ich bin in den Dialog gekommen. Ich habe nicht unbedingt alle Fragen, zu allen Fragen Antworten bekommen. Wir haben unsere Probleme, die wir haben. Hier in Mannheim, unsere städtischen, klimatischen Probleme an bestimmten Projekten, die zur Debatte stehen, angesprochen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Format. Also ich fand es jetzt wirklich überzeugend, dass alle ansprechbar waren, dass die Leute ihre Anliegen loswerden konnten. Während die Debatten im fernen Stuttgart doch oft hart und manchmal unsachlich sind, ist die Landtagspräsidentin, die für Ordnung im Parlament zu sorgen hat, ganz angetan von der Diskussionskultur in Mannheim. Es war immer fair und respektvoll und das bringt ja eine Gesellschaft weiter. Insofern können wir im Parlament von Baden-Württemberg durchaus aus dieser Debatte, wie die Bevölkerung miteinander umgeht, jedenfalls hier in Mannheim, durchaus was lernen noch. Übrigens Daniel Renkonen, der verkehrspolitische Sprecher, gibt auf die Frage von Hermann Grüning der Deutschen Bahn die Schuld an den verspäteten Zügen. Und die wird vom Land Baden-Württemberg schon kräftig zur Kasse gebeten, weil sie damit gegen Verträge mit dem Land verstößt. Im Jahr 2017 waren das alleine in Baden-Württemberg ganze 11 Millionen Euro. Jetzt ist die Überlegung, leitet man diese Strafzahlungen an die Fahrgäste weiter, indem man ein Fahrgastrecht einführt und indem jemand, der jetzt eine Stunde zu spät kommt, einen Teil erstattet bekommt von seinem Fahrpreis. Da sind wir jetzt momentan am Überlegen, ob wir das einführen landesweit. Immerhin ein kleiner Trost für Bahnfahrer Grüning, verbunden mit der Hoffnung, dass die Landesregierung die Anliegen aus der Metropolregion jetzt auch im Stuttgarter Landtag stärker wahrnimmt. Und wenn die Grünen so gesammelt nach Mannheim kommen, dann ist natürlich auch der Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht weit. Lukas Föhr hat mit ihm gesprochen. Herr Kretschmann, die gesamte Landtagsfraktion hier in Mannheim im Theater, was reizt Sie an so einem Format? Ja, ich meine, Mannheim ist ja die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. Ja, und es ist eine sehr dynamische Stadt, die sich sehr entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und da kann man also viel mitnehmen. Wie entsteht Dynamik? Wie wirkt sich das auf die Stadt aus? Wie verändert sie sich? Wie geht sie die großen Probleme, zum Beispiel Wohnungsprobleme, an? Wie entwickelt sie sich kulturell, wirtschaftlich? Hier haben wir eine lebendige Start-up-Szene. Also das ist schon eine interessante Stadt, wo es sich lohnt,
bei einer Klausur hinzugehen und da sich inspirieren zu lassen. Sie haben natürlich jetzt hier wirklich direkten Bürgerkontakt. Was sind denn so die Fragen, die da typischerweise kommen? Oder haben Sie da vielleicht auch mal Angst, dass Sie gerade keine Antwort Bescheid haben? Es gibt keine typischen Fragen. Die Bürgerinnen und Bürger fragen bei solchen Gelegenheiten das, was sie ganz persönlich umtreibt. Aus ihrem Lebensbereich, aus ihrem Berufsleben. Also da gibt es eben nichts Typisches, sondern das ist quer durch den Gemüsegarten, da wird alles gefragt. Da gibt's, also das heißt, es ist nicht so wie in den Medien, wo es Überschriften gibt, die dann alle an einem Tag nachbeten. Bei solchen Bürgergesprächen ist es ganz individuell und da gibt es kein großes Thema. Was machen Sie denn, wenn es dann kommunalpolitisch wird oder sonst irgendwie einen Bereich gibt, den Sie vielleicht nicht täglich auf dem Schreibtisch haben? Na gut, dann lasse ich mir die Adresse geben und dann bekommt der schriftlich einfach eine Nachricht oder wird angerufen von einem Mitarbeiter. Aber natürlich hat jeder Bürger, der hier mit uns redet, das Recht, dass er Antworten auf seine Probleme bekommt. Entweder sofort, wenn man es im Kopf hat, oder eben später, wenn man die Frage nicht beantworten kann. Jetzt haben Sie ja die Klausur hier in Mannheim. Es geht jetzt gleich bald wieder im Parlament weiter. Was sind denn so die großen Herausforderungen, die in diesem Jahr warten in Stuttgart? Ja, die großen Herausforderungen werden erstmal sein, ganze Wohnungsfrage. Das ist ja eine der größten Herausforderungen, vor allem in den großen Städten. Wie bekomme ich bezahlbaren Wohnraum? Das ist eine große Herausforderung. Dann die ganze Frage der Kinderbetreuung, also Kindergarten, Kita, da kommt ja jetzt viel Geld vom Bund. Wo setzen wir das ein? Wie entwickeln wir das fort? Das wird ein großes Thema sein. Dann die ganze Digitalisierung, da ist vor allem entscheidend, wie wirkt sich das auf das ganze Schulleben aus? Das wird ja die Schulen verändern. Das sind so große Themen, denen wir uns im nächsten Jahr widmen müssen. Also viel zu tun gibt es. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat zugegeben, gegen Regeln bei Tierversuchen verstoßen zu haben. Bereits im August des vergangenen Jahres hat der Verein Ärzte gegen Tierversuche die Vorwürfe erhoben, worauf das DKFZ interne Untersuchungen angeleitet hat. Und dabei kam heraus, dass beispielsweise der bewilligte Versuchszeitraum um mehrere Wochen überschritten und 6 von 76 Mäusen zu spät getötet wurden. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche geht aber noch weiter, spricht davon, dass Mäuse qualvoll an den Folgen der Krebserkrankung gestorben sind. Diese Vorwürfe weist das DKFZ jedoch zurück. Aktuell liegt der Fall beim Regierungspräsidium in Karlsruhe und wird von dort auf strafrechtliche Konsequenzen geprüft. Wir sprechen jetzt mit Anne Meinert. Sie ist Fachreferentin für Tierversuche bei der Tierschutzorganisation Peter. Frau Meinert, sind Ihnen auch noch Verstöße anderer Unternehmen bekannt? 2017 wurde an der Universität Münster ein illegales Tierversuchslabor entdeckt. Das Verfahren wurde eingestellt und die verantwortliche Forscherin darf sogar weiter Tierversuche durchführen. Auch das Verfahren gegen das Max-Planck-Institut in Tübingen wurde eingestellt, obwohl gravierende Missstände bei einer Undercover-Recherche zutage kamen. Es ist unglaublich, dass solche Tierquälereien keinerlei juristische Folgen mit sich tragen. Dabei ist die Dunkelziffer wohl weitaus höher, da die Kontrollen völlig unzureichend sind. Ein Argument der Mediziner lautet, ich zitiere, moderne Krebsforschung zum Wohle des Patienten wird auch zukünftig auf Tierversuche angewiesen sein. Geht es schlichtweg nicht anders? Tierversuche sind eine bloße Verschwendung von Zeit und Steuergeldern. Der Tierversuch ist eine Sackgasse. Seit Jahrzehnten lassen die versprochenen Durchbrüche in der Forschung auf sich warten. Wir fordern daher den Umstieg auf Forschungsmethoden, die für den Menschen relevante Ergebnisse hervorbringen. Und dennoch, in manchen Situationen schreibt der Gesetzgeber eben die Versuche an Tieren vor, um halt vorher an nichtmenschlichen Lebewesen zu testen. Was muss oder kann sich bei den Vorschriften ändern? Der Mensch ist keine 70-Kilogramm-Ratte. Die Forschung findet schlichtweg im falschen Organismus statt. Es gibt gravierende physiologische Unterschiede. Eine zukunftsträchtige Lösung wäre beispielsweise der Human on a Chip. Das ist ein Mini-Format des menschlichen Organsystems. Dazu kommt, dass die Förderung von Alternativmethoden viel zu gering ausfällt. Weniger als 1% der finanziellen Mittel, die in Tierversuche fließen, kommen der Förderung von Alternativen zugute. Wir fordern daher den Umstieg auf tierversuchsfreie Methoden und die angemessene Förderung dieser und das Ende aller Tierversuche.
sagt Anne Meinert von der Tierschutzorganisation PETA. Vielen Dank für das Gespräch. Dieses Gespräch haben wir im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet. Weitere Nachrichten aus der Metropolregion hat jetzt Natalia Höppner für Sie zusammengefasst. BASF will mehr Klimaschutz. Der Chemieriese hat dazu heute seine aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorgestellt. Demnach soll beispielsweise der sogenannte Steam Cracker in 5 Jahren rein aus erneuerbaren Energien beheizt werden. Das könnte rund 90% der bisherigen CO2-Emissionen einsparen. Außerdem will das Unternehmen in den nächsten Jahren zwar wachsen, aber die Abgaswerte mindestens stabil halten. Ob die Ziele realisierbar sind, bleibt fraglich. Aktuell sind erneuerbare Energien schlicht zu teuer, sagte Konzernchef Bruder Müller und fordert damit indirekt eine Kostensenkung für klimafreundlichen Strom. Heftige Gewinneinbußen bei Südzucker. Das Mannheimer Unternehmen verbucht im 3. Quartal einen Minus von insgesamt 31 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte man noch einen Gewinn in ähnlicher Höhe eingefahren. Als Grund für die Einbußen hat das im SDAX notierte Unternehmen die gesunkenen Preise für Zucker und Ethanol angegeben. Deswegen hält das Unternehmen auch an seiner bereits gesenkten Prognose bis zum Ende des Geschäftsjahres im Februar fest. Der gesamte Gewinn vor Zinsen und Steuern soll zwischen 25 und 125 Millionen Euro liegen. Prozessbeginn um Viernheimer Babyleiche. Ab heute muss sich eine 32-jährige Frau vor dem Landgericht Darmstadt für den Tod ihres wenige Wochen alten Baby verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor, geht allerdings davon aus, dass die Frau wegen einer seit langem nicht erkannten psychischen Krankheit nicht schuldfähig ist. Im vergangenen September hatte ein Pilzsammler im Viernheimer Wald ein Babyskelett gefunden. Die Frau, die durch DNA-Abgleich als Mutter des Jungen ermittelt werden konnte, soll das Baby im April 2017 im Alter von etwa 3 Wochen getötet und dort abgelegt haben. Wir kommen zum Sport und schauen auf die Handballerinnen der Ketscher Kurpfalz-Bären. Die hatten jetzt 3 Wochen Spielpause, aber ruhig war es im Verein trotzdem nicht. Und eins kann man sagen, die Vereinsverantwortlichen, die hatten ganz gut lachen, wie man hier auch sieht. Denn sie konnten mit nahezu dem kompletten Kader, mit Ausnahme einer Spielerin, verlängern. Die beiden Geschäftsführer, Dr. Robert Becker und Adrian Vladjusch. Also, es sieht ganz gut aus. Auch Katrin Schneider, die Trainerin des Tabellenzweiten, wird noch 2 weitere Jahre an der Seitenlinie stehen. Nur Sophia Sommerrock, sie wird Kitsch nach 3 Jahren verlassen, denn die Linkshänderin wird in den USA studieren. Adrian Vladjusch ist bei uns, Geschäftsführer der Ketscher Bären. Erstmal herzlich willkommen bei Ron. Also das klingt ja jetzt erstmal alles ganz gut, aber war da mehr Arbeit dahinter, als es sich eigentlich anhört, mit dem kompletten Kader nahezu komplett zu verlängern? Ja, schönen guten Abend erstmal. Schön, dass wir hier sein dürfen. Bei Ihnen, ja, es war schon Arbeit, kann man sagen. Es sind ja mehrere Treffen, die man da hat mit den Spielern. Aber wir sind froh, dass nahezu alle Spieler verlängert haben. Und Sophia ist ja nicht zu einem anderen Verein gewechselt, sondern sie geht ins Ausland, weil sie da eine einmalige Chance hat. Und wir sind zumindest wieder so verblieben, dass wir nochmal sprechen, wenn sie wiederkommt. Also es könnte dann im kommenden Winter, könnte sie dann wieder bei den Bären dann auch sein. Wollen wir mal schauen. Also wir würden uns freuen. Also es ist ein bisschen Arbeit. Wie ist das denn? Ich meine, es sind ja einige Top-Spielerinnen, sie sind Tabellenzweiter. Andere Vereine werfen da auch ein Auge auf die eine oder andere Akteurin. Also wie kann man die dann überzeugen, hier zu bleiben? Fluch der guten Tat, ja. Wir haben viele eigene Talente ausgebildet, die dann in der ersten Mannschaft spielen, die sehr jung auch hochklassig Handball spielen können. Das wirft natürlich auch dann andere Vereine ein Auge drauf auf die Spieler. Und ja, das große Plus, was wir haben einen sehr familiären Verein. Und wenn ein Spieler bei uns ausgebildet wurde, dann geht der auch nicht so leicht, weil er natürlich mit uns dann erfolgreich sein will. Genau. Kann natürlich auch noch ordentlich nach oben schielen. Der Aufstieg ist definitiv möglich. Tabellenzweiter, also das riecht schon fast danach. Was würde das für den Verein bedeuten, wenn es diesmal klappt? Ja, also es ist ja noch viel zu spielen, aber die Planungen laufen schon. Wir werden die Lizenz einreichen für die erste Bundesliga. Es bedeutet mehr Aufwand natürlich für Spieler, aber auch für uns in der Geschäftsführung. Es bedeutet mehr Zuschauer. Wir haben die Hoffnung, auch mehr Partner und Sponsoren zu finden, die das honorieren, dass wir auf die eigene Jugend setzen, auf Spieler aus der eigenen Region und dass wir halt ein sehr familiärer Verein sind. Und da wartet noch viel Arbeit auch im Umfeld auf uns, das alles bereitzustellen. Aber wir freuen uns drauf und ja, geben Gas. Ist ja schon ein bisschen tricky. Also es ist zweite Handball-Bundesliga bei den Frauen. Das ist Hochleistungssport. Trotzdem ist es schwierig, Sponsoren an Land zu ziehen. Was erhoffen Sie sich da auch für die Zukunft? Ja, dass die Partner, die Firmen der Region aufmerksam werden. Also, dass sie sagen, hey, da ist ein Projekt, was uns interessiert. Wir haben ja gestartet 2015 in der 3. Liga und haben die Mission Possible ausgerufen und haben gesagt, bis in 5 Jahren spielen wir 1. Bundesliga.
wenn wir es dann geschafft haben, werden wir natürlich nicht aufhören, sondern werden eine neue Mission ausrufen und hoffen halt auf die Unterstützung, die uns dann helfen, auch die neuen Ziele zu erreichen mit, wie gesagt, nochmal eigenen Talenten aus dem Verein. Mit dann einer, so wird es dann ja sein, Bundestrainerin, Bundesliga-Trainerin, noch nicht, ja. Katrin Schneider. Wie wichtig ist auch ihre Arbeit für den Verein? Ja, sehr wichtig. Also sie ist sehr nah dran an der Mannschaft. Sie hat ja noch gespielt bis vor ein paar Jahren, auch in unserem Verein. Sie kommt auch aus der Region und das ist ja, sehr homogen, wie wir zusammenarbeiten. Das macht einfach Spaß mit ihr und ja, der ganze Verein freut sich, dass sie auch jetzt nochmal verlängert hat. Ja. Ja, und wir werden es natürlich auch weiter beobachten. Drücken dabei die Daumen, Adrian Volotjusz. Danke für den Besuch. Vielen Dank, danke. Heimat ist für mich genau das, wo ich sprechen kann, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Da bin ich daheim. Die Rhön-Region ist Vielfalt. Du hast grüne Landschaft, du hast die Weinberge in der Pfalz. Heimat ist so ein bisschen wie Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Also man hat schon viel von der Welt gesehen, aber irgendwann stellt man doch fest, zu Hause ist es einfach am schönsten. Hm. Das ist Heimatgefühl, einfach zu wissen, ich komme nach Hause. Hurra! Rhön. Wir geben Heimat ein Gesicht. Blicken wir mal aufs Hockeyspiel und geht es da um den Nachwuchs. Da haben die Vereine teilweise die Herausforderung, dass der Süddeutsche Hockeyverband es Bundesliga-Teams verboten hat bzw. vorgeschrieben hat, dass deren zweite Mannschaften nicht höher als in der vierten Liga spielen dürfen. Also was dann machen mit den guten Talenten, für die vielleicht dann auch noch das Oberhaus zu früh kommt. Zwei Vereine haben sich da was überlegt, der Mannheimer HC und der Vordenheimer Hockeyclub. Und was genau, das zeigt Ihnen Philipp Köhl. Mannheimer HC gegen den Feudenheimer HC. Zwei Mannschaften, die am gestrigen Abend zwar in den Farben getrennt waren, allgemein aber deutlich mehr verbindet, als es zunächst den Anschein erweckt. Denn Feudenheim ist rein rechtlich zwar ein eigenständiger Verein, spielt und trainiert aber unter dem Dach des MHCs und ist somit das dringend benötigte Sprungbrett für die zahlreichen Mannheimer Talente in Richtung Bundesliga. Damit ist der FHC quasi so etwas wie die zweite Mannschaft des MHCs, aus dem er 2010 hervorging. Es ist so, dass wir zweimal den Antrag gestellt haben beim Süddeutschen Hockeyverband, dass auch zweite Mannschaften höher spielen dürfen als in der Oberliga. Das ist immer wieder abgelehnt worden. Und darauf haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall für unsere Talente, die es nicht sofort schaffen, in die erste Liga zu kommen, eine Möglichkeit hier im Club. Und hier im Club heißt eben nicht beim Konkurrenzverein oder in einer anderen Stadt. Dass dieser Trick zur Talentförderung hervorragend funktioniert, zeigte nicht zuletzt der Aufstieg der Feudenheimerinnen vor einem Jahr in die erste Hallen-Bundesliga. Auch wenn sie aus dieser rechnerisch schon wieder abgestiegen sind. Dementsprechend deutlich gingen sie gestern auch mit 1:16 gegen den MHC unter. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Tag erwischt, FHC nicht seinen besten. Wir mussten von Anfang an Gas geben, wir wussten, dass wir 7 Tore hinten dran sind gegenüber dem TSV. Das heißt, die Lücke galt es heute zu schließen. Das haben wir mehr als geschafft. Sportlich wollen die ambitionierten Mannheimerinnen mindestens das Halbfinale bei den deutschen Meisterschaften erreichen und weiterhin vielversprechende Talente einbauen. Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass schon in der kommenden Saison das nächste Feudenheimer Talent dann auch ganz offiziell das Trikot des MHCs trägt. Und dann wechseln wir jetzt schnell noch den Schläger, gehen zum Eishockey. Die Mannheimer Adler, die spielen nämlich in etwas mehr als einer Stunde gegen die Eisbären aus Berlin, müssen dabei allerdings auf Thomas Larkin verzichten, dessen Handverletzung ihn weiter außer Gefecht setzt. Er wird am Montag operiert. Die Ausgangslage ist trotzdem klar. Die Mannheimer wollen ihre Tabellenführung weiter festigen, sind auch der Favorit in der Partie. Trotzdem sind die Hauptstädter nicht zu unterschätzen, zumal die Berliner die ersten beiden Aufeinandertreffen in der Saison haben für sich entscheiden können. Man weiß ja, dass die Eisbären auch, wenn sie in der Tabelle jetzt momentan nicht so toll dastehen, absolut hochklassige Spieler drin haben, die sehr viel Erfahrung mitbringen, viele Meistertitel auf dem Buckel haben. Und man weiß, dass Berlin zum richtigen Zeitpunkt der Saison den Schalter umlegen kann und nochmal ein ganz anderes Eishockey spielen kann, wie sie während der Saison tun. Und wir werden uns darauf vorbereiten und versuchen dann natürlich, das Spiel gegen die Eisbären zu gewinnen. Und wenn Sie sich jetzt, Hilfe, nochmal zurück, Play. Wenn Sie sich jetzt noch fragen, was sollen Sie eigentlich am Wochenende anstellen, die Veranstaltungstipps, die haben wir auch gleich noch für Sie. Kurze Pause, ich kriege meine Zunge bis dahin auch wieder entknotet. Donnerstags ist immer die Zeit für unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende und diesmal geht es unter anderem aufs Pferd, aber wir hätten auch noch Geschichten bei einer Wanderung. All das jetzt.
Wir starten in Ludwigshafen. Und wie heißt es so schön, das Glück auf Erden liegt auf dem Rücken der Pferde. Also runter von der Couch und ab aufs Pferd. Und bei dem kalten Wetter gibt's zum Aufwärmen Glühwein und Kinderpunsch. Reiterhofbesitzerin Jacqueline Ort empfiehlt eine Tour durch den Pfälzerwald. Der Transport und die Verpflegung läuft über den Leuchtfeuerhof. Wer kann denn genau an dieser Veranstaltung teilnehmen und welche Vorerfahrungen muss man denn mitbringen? Der Teilnehmer braucht vom Prinzip her sichere Reitkenntnisse im Schritt und im Trab und dann könnte er daran teilnehmen. Vom Prinzip her ist halt die Beschäftigung mit dem Partnerpferd einfach was Tolles, das Ausreiten in der Natur, man kann sich super erholen, man ist mit dem Partnerpferd an der frischen Luft und das ist einfach das Schönste der Welt. Ab 10 Uhr öffnen sich am Sonntag die Reitstalltore und dann heißt es für Pferd und Reiter für 2 Stunden ab in den Bad Dürkheimer Wald. Es sind noch wenige Plätze frei, der perfekte Tipp auch für Familien, also hoppe, hoppe, Reiter. Wir Frauen kennen ja alle das Problem, wir haben zwar einen Haufen Klamotten, aber irgendwie nichts zum Anziehen. Dann haben wir jetzt die Lösung für Sie. Denn am Samstag von 17 bis 23 Uhr können Sie beim Nachtkonsum in Mannheim so einige Schmuckstücke ergattern. Zum 5. Mal öffnet die Festhalle Baumheim im Luisenpark ihre Türen für den Flohmarkt bei Nacht. Von Klamotten bis hin zu Schallplatten ist für Mann und Frau bestimmt etwas dabei. Speis, Trank und Live-Musik sorgen für die richtige Atmosphäre. Organisiert unter anderem von Dominik Frahner. Wie kann man sich denn genau diesen Flohmarkt vorstellen? Also ich denke, der Unterschied zu vielen anderen Flohmärkten ist erstmal, dass er eben entspannt nachts stattfindet, man nicht früh aufstehen muss, weder als Verkäufer noch als Kunde. Dann eben die Live-Musik, dann haben wir auch einfach nette Musik, während die Bands nicht spielen, im Hintergrund laufen. Und die Atmosphäre ist einfach besonders. Nur eine Nachteule sollte man sein. Na dann viel Spaß beim Stöbern. Unser letzter Veranstaltungstipp ist in Weinheim, denn hier können Sie nette Anekdoten von der Stadt bei Fackelschein erfahren. Das Ganze bei einer Wanderung. Los geht's am Marktplatz in der Altstadt über den Roten Turm, durch enge Gassen, entlang der Fachwerkhäuser bis hin zum Weinheimer Schloss. Eine tolle Möglichkeit, die Stadt so richtig kennenzulernen. Stadtführer Dietmar Spicker ist ein Weinheimer Urgestein und kennt die spannendsten Geschichten der Stadt. Was kann man sich denn genau unter der Fackelführung vorstellen? Ja, am Samstag haben wir wieder eine der berühmten Weinheimer Fackelführungen. Besonders schön ist das Gerberviertel jetzt im Winter, wenn es früh dunkel wird und die alten Fachwerkhäuser in dem Fackelschein erstrahlen. Wir gehen durch die ganze Altstadt und werden die Führung dann am Schloss beenden, wo noch einige romantische Geschichten dazukommen. Also Fackel anzünden und ab auf Erkundungstour. Groß und Klein haben bei dieser Wanderung auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und jetzt alle Veranstaltungstipps im Überblick. Wer sattelfest ist und die Natur auf dem Pferd erleben will, kann das am Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Pfälzerwald tun. Treffpunkt ist auf dem Leuchtfeuerhof in Ludwigshafen. Der Glühweinritt kostet pro Person 58 Euro. Transport, Glühwein und Kinderpunsch sind mit inbegriffen. Die, die gerne auf Flohmärkten stöbern, sind am Samstag von 17 bis 23 Uhr auf den Nachtkonsum Mannheim richtig. Kinder bis 12 Jahre zahlen 1 Euro und Erwachsene 3,50 Euro. Mit dabei ist der Luisenpark-Eintritt. Alle, die gerne wandern und geschichtliche Anekdoten von Weinheim erfahren möchten, können am Samstag von 18 bis 19:30 Uhr nach Weinheim kommen. Die Führung bei Fackelschein kostet 6 Euro pro Person. Treffpunkt ist der Marktplatzbrunnen vor dem alten Rathaus. Elementar für solche Outdoor-Veranstaltungen ist natürlich, dass das Wetter mitspielt. Und ob es das tut, sehen Sie jetzt. Morgen müssen wir auch in tieferen Lagen mit Schnee rechnen. Vorsicht, stellen Sie sich lieber auf glatte Straßen ein. Der meiste Schnee fällt allerdings im Pfälzerwald. In den südlichen Landesteilen hält sich die Frostluft am längsten. In Wörth kommen wir dabei nur auf minus 1 Grad, an der Weinstraße auf plus 3 Grad. Ins Wochenende starten wir mit Schneeregen und nasskalten 5 Grad. Am Sonntag wird es zwar etwas milder, bei stürmischem Wind und kräftigem Regen herrscht draußen allerdings richtiges Schmuddelwetter. Die Sonne kämpft sich wahrscheinlich erst am Montag durch die dichten Wolken.
Und jetzt gibt es noch einen Kriminalfall zum Abschluss der Sendung. Und da können Sie alle ganz genau hinschauen. Und vielleicht auch, haben Sie das arme kleine Hündchen gesehen, finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite, ja, die Polizei Mannheim nämlich bittet um Ihre Hilfe. Ja, Gizmo wurde gestohlen. Das ist ein Chihuahua-Pinscher-Mix. Der war angebunden im Vorraum eines Supermarkts. Und als er da angebunden war, hat die Marktleiterin den Besitzer, beziehungsweise in dem Fall die Besitzerin, gesucht. Und dann hat sich irgendein wildfremder Mann gemeldet und gesagt, er sei Mitarbeiter eines Tierheims und nimmt ihn dann mit. Andere wollten ihn aufhalten. Er hat ihn trotzdem mitgenommen und die Besitzerin sucht jetzt händeringend nach Gizmo. Ja. Und die Polizei auch. Wenn Sie Gizmo gesehen haben oder irgendwelche Hinweise haben, ab an die Polizei. Ja. Das wäre noch die tierische Nachricht des Tages. Genau. Und ansonsten kann man immer noch philosophieren. Mein Gott, was würde man eigentlich mit mehr als 100 Milliarden Dollar anschauen? Oder die Ex-Frau von Herrn Bezos, dem Amazon-Gründer. Die könnte nämlich die Hälfte von 137 Milliarden erben. Richtig. Kann mir gern was abgeben, wenn sie möchte. Wahnsinn, ja. Wir würden uns freuen. Ansonsten freuen wir uns auch einfach, wenn Sie morgen wieder einschalten hier bei Ron. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.